Aufwertung Quartier Gehren. Spielplatz mit alten und neuen Geräten wieder einsatzbereit. Das schöne Herbstwetter verlockt zum Bewegen an frischer Luft. Und was ist da für die Kinder besser geeignet als ein Spielplatz? Der neu gestaltete im Blankenburger Wohngebiet Gehren wird nach dem obligatorischen Banddurchschnitt auch gleich von den Kindern der ältesten Gruppe der GVS-Kita am Bergeshang in Besitz genommen. Das ist ja ein Spielplatz von vielen in der Stadt und wir haben uns vorgenommen, jetzt jedes Jahr nach und nach die Spielplätze zu erneuern, zu sanieren, da wo es notwendig ist und auch das ein oder andere neue Highlight hier zu geben. Und das sehen wir hier auch hinter mir und die Kinder nehmen das auch an. Also die Freude ist groß und ich hoffe, dass wir sowohl in der Stadt als auch in den Ortsteilen in den nächsten Jahren in weitere freudige Kindergesichter blicken können. Dieser Platz hat nicht nur neue Spielgeräte, Fahrradständer und Papierkörbe erhalten, sondern auch extra bunte Bänke laden zum Sitzen ein. Für die Gestaltung und Umsetzung war die neue Teamleiterin Grünflächenmanagement zuständig. Als Mutter weiß sie, was Kindern in diesem Alter gefällt. Also vorher stand eine große Holzkombination, die ist in die Jahre gekommen. Der TÜV-Prüfer hat uns mitgeteilt, dass sie halt nicht mehr lange durchhält. Daraufhin haben wir dann gesagt, gut, kommt ein neuer Spielplatz hin oder eine Erneuerung. Und somit haben wir uns neue Geräte ausgesucht für insgesamt 46.000, die hier verbaut wurden. Eine Babyschaukel wurde aufgestellt, weil es die in den restlichen Spielplätzen in Blankenburg noch nicht gibt. Wir haben auch geguckt, dass wir keine doppelten Geräte nehmen. Also auf den anderen Spielplätzen stehen bereits ein Reck und Federwipper und Wippen. Und da haben wir gesagt, okay, das kommt hier nicht hin, wir nehmen jetzt andere Spielgeräte. Und daher ist es ein Doppelwipper geworden, mal eine Sandkiste. Das ist das Ergebnis, was dann dabei rausgekommen ist. Der Chef der Stadtwerke, Tim Schlenkermann, kommt ebenfalls zur Spielplatzeröffnung und bringt für die ersten Nutzer kleine kindgerechte Präsente mit. Danke. In einer Rekordzeit von weniger als 3 Wochen wurde der Spielplatz umgestaltet und vom TÜV abgenommen. Der noch liegen gebliebene Erdaushub soll demnächst als kleiner grüner Hügel den Platz erweitern. Hier macht das Spielen und Toben Spaß. Damit es auch so bleibt, wünscht sich Bürgermeister Heiko Breithaupt, dass alle Blankenburger darauf achten, dass nichts zerstört, beschmiert oder vermüllt wird.